herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Bundesministerin Margarete Schramböck zu Gast beim Unternehmertreff des Wirtschaftsbundes. Startschuss für Ummerhüsler Hackathon auf dem Bodensee. Und die VU Fellkirch lud zur Jahreshauptversammlung nach Toasters. Bundesministerin Margarete Schramböck präsentierte am Donnerstagabend beim Wirtschaftstreff in Rankweil Digitalisierungsoffensive und Entlastungspakete für Unternehmen. Wir waren beim Wirtschaftstreff bei Hirschmann in Rankweil mit dabei. Vor vollem Haus referierte Bundesministerin Margarete Schramböck beim Unternehmertreff des Wirtschaftsbundes bei Hirschmann Automotive in Rankweil. Die Forcierung der Digitalisierung ist eines der wesentlichsten Anliegen der Bundesministerin. Artificial Intelligence, Blockchain und Internet of People, ich nenne es nicht mehr Internet of Things, sondern Internet of People, denn es soll uns ermöglichen, Menschen zu verbinden und den Menschen das Leben einfacher zu machen und nicht nur die Dinge miteinander zu verbinden, sondern als Menschen miteinander in Kommunikation treten. Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler verwies in diesem Zusammenhang auf die Anstrengungen zur digitalen Agenda Vorarlberg. Digitale Agenda, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, weil um uns herum, würde ich jetzt einmal sagen, geht es sehr exponentiell zu, oder? Die Entwicklung, also das ist nicht mehr linear. Und ich glaube, dass wir da auch Tempo aufnehmen müssen. Wir haben jetzt 1,5 Jahre an der digitalen Agenda gemeinsam gearbeitet. Das ist ein guter Reiseplan. Rund 400 interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung des Wirtschaftsbundes und ließen den Abend mit angeregten Gesprächen über digitale Innovationen ausklingen. Hacken und Programmieren auf dem Wasser klingt komisch, findet aber am Freitag und Samstag wirklich statt. Der Ummerhüsler Hackathon versammelt alle digital Interessierten auf dem Bodensee. Wir waren vor dem Ablegen der MS Vorarlberg noch an Bord. Am Thema Digitalisierung kommt man mittlerweile nicht mehr vorbei. Doch rein theoretisch weiß man gar nicht immer, was das eigentlich alles bedeutet. Der Ummerhüsler Hackathon bietet hier einen praktischen Zugang, um sich mit Themen wie Programmieren und Coden auseinanderzusetzen. Der Verein Plattform für digitale Initiativen veranstaltet den Hackathon nun schon zum 4. Mal, heuer auf ganz besondere Art und Weise, nämlich auf dem Bodensee. Rund 200 Teilnehmer aus der 4-Länder-Region versammeln sich auf dem Schiff und gestalten in Teamarbeit. Ummerhüsler Hackathon und vor allem das Wort Hackathon setzt sich immer aus Hacken, also Programmieren und Marathon. Das bedeutet, wir sind 28 Stunden auf dem Seehöhe und bewegen uns da von Bregenz nach Konstanz über Romanshorn und dann wieder zurück nach Bregenz. In den 28 Stunden auf der MS Vorarlberg wird vieles gestaltet, egal ob Software oder Hardware. Ja, unsere Teilnehmer beschäftigen sich mit den Dingen, auf die sie Lust haben, mit den Sachen, wo sie einfach beim Schaffen nicht dazu kommen, wo einfach auch vielleicht nicht in die Strategie vom Unternehmen hineinpassen. Und da gibt es in der ganzen Softwarewelt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber unsere Teilnehmer beschäftigen sich auch mit Hardware-Sachen, kann man sich so vorstellen. Die bringen einen Roboterarm mit und versuchen da etwas Neues, das sie bisher noch nicht gemacht haben. Der Ummerhüsler Hackathon zeigt also, wie spannend und einfach der Zugang zur digitalen Welt sein kann. Soweit zum Startschuss vom Ummerhüsler Hackathon am Bodensee. Die FBI VU Fellkirch lud am Donnerstagabend Funktionäre, Mitglieder, Fans und Interessierte zur alljährlichen Jahreshauptversammlung nach Toasters. In Toasters hat am Donnerstagabend die Jahreshauptversammlung der VU Fellkirch stattgefunden. Präsident Pete Kleim hat dabei die sportlichen Leistungen der Mannschaft, die gute Zusammenarbeit mit den Sponsoren und ausdrücklich die unentgeltliche Arbeit der Ehrenamtlichen gelobt. Die sind unersetzbar. Stellt euch mal vor, wir müssten da auch noch wie Profibetriebe jedem Geld in die Hand drücken und so weiter, dann gäbe es die VU schon lange nicht mehr. Die Leute, die uns am Grund sind, die machen das für den Verein wie eine große Familie, stehen mit Herzblut dahinter und meinen größten Respekt an diese Leute, dass sie wirklich zu jedem Spieltag da sind und alles geben. Wir waren mehr wie begeistert von der letzten Saison. Sportlich wie auch finanziell haben wir alles im grünen Bereich. So geht's weiter. Jetzt sind wir gerade in Verhandlungen im Background. Könnte federführend für die VU sein. Da freuen wir uns drauf. Und schauen wir, wir werden berichten, wie es weitergeht.
Dem Nachwuchs wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Einer tut sich dabei ganz besonders hervor. Ja, Michael Schurig, besser bekannt in der Eishockey-Szene als Shooter, hat der ganze Nachwuchs in Feldkirch gespielt und hat da ganz kurz einmal in der Kampfmannschaft schnuppern dürfen. Und wir sind sehr froh, dass wir einen für den Nachwuchs gewinnen haben können. Und er ist jetzt gerade in der Endzüge dran, an der höchsten Ausbildung von der österreichischen Trainerausbildung, wird er, denke ich mal, ohne größere Probleme im Juni abschließen. Und dann haben wir einen weiteren A-Lizenz-Trainer aus der eigenen Reihe und das ist für mich sehr, sehr wichtig, damit wir wirklich unseren Kindern und Jugendlichen die bestmögliche sportliche Entwicklung bieten können. Und der Shooter ist gedacht im unteren Bereich U11 als Trainer zum Schaffen bei uns. Ja. Für das VU Feldkirch Damenteam werden eigens die Vereinsstatuten geändert. Die Ladies bekommen schon bald ihren fixen Platz in der VU-Familie. Große Unterstützung erfährt der Verein von der Stadt Feldkirch. Heuer geht es jetzt darum, dass wir die Banden neu machen im Stadion. Wir haben jetzt in den letzten Jahren schon schrittweise immer mehr wieder investiert. Wir sind bemüht darum, dass wir das auf hohem Niveau in den nächsten Jahren alles sanieren und den Verein damit natürlich auch tatkräftig unterstützen. Weil, wie gesagt, die VU ist, wie die Schattenburg gehört, die VU zur Feldkirch, ist unser Verein und wir stehen zu diesem Verein. Eine ausgeglichen budgetierte und sportlich erfolgreiche VU Feldkirch blickt damit den Herausforderungen der Zukunft entgegen. Soweit zur Jahreshauptversammlung der FBI VU Feldkirch. Bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Das Landwirtschaftsministerium befürchtet massive Kürzungen bei den EU-Agrar- und Strukturförderungen. Auch der Vorarlberger Landwirtschaftskammerpräsident warnt davor, die heimischen Bauern im Stich zu lassen. Er fordert die EU, ihre Agrarpolitik neu aufzustellen. Die FPÖ hat einen neuen Chef. Christoph Bitschi übernimmt die Landespartei. Und nicht nur das. Der 27-Jährige soll die FPÖ in die Landtagswahl 2019 führen. In Dornbirn ist das Tanzfieber ausgebrochen. Über 2000 Teilnehmer kämpfen derzeit am Messegelände um die EM-Titel im Garde- und Showtanz. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch die Wettervorschau, präsentiert von Clemens Groß. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Am Samstag erwartet uns ein meist freundlicher und frühsommerlich warmer Tag. Der Tag startet aber zunächst mit zum Teil kompakter Restbewölkung. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen dabei zwischen 7 und 12 Grad. Tagsüber stellt sich dann im Rheintal ein Mix aus Sonnenschein und ein paar durchziehenden Wolkenfeldern ein. Im Bergland hingegen, so in etwa vom Adelberg bis ins Montafon, wird die Quellbewölkung im Laufe des Nachmittags dagegen immer mächtiger und gegen Abend hin ist ein einzelner Regenschauer oder auch ein kurzes Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Es wird frühsommerlich warm, die Temperaturen steigen verbreitet auf 19 bis 25 Grad. Auf dem Hochjoch in rund 2520 Höhenmetern hat es am Nachmittag um die 6 Grad plus. In den kommenden Tagen geht es dann mit dem freundlichen, frühsommerlich warmen Wetter weiter. Der Sonntag bringt uns dabei viel Sonnenschein und erst im Laufe des Nachmittags können sich dann ein paar kleinere Quellwolken bilden. Richtung Berge ist ein vereinzeltes Wärmegewitter nicht ganz ausgeschlossen. In der Früh hat es um die 13 Grad, tagsüber werden es bis zu 27 Grad im Rheintal. Am Montag und am Dienstag bleibt es dann frühsommerlich warm mit Temperaturen zwischen 27 Grad am Montag und 26 Grad am Dienstag und dazu gibt es immer wieder Sonnenschein und nur ein paar harmlose Quellwolken. Richtung Berge können dann vor allem am Dienstag wieder einzelne Gewitter mit dabei sein. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.